Juhu, dann ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder. Ich freue mich sehr. Ich habe letzte Woche ausgesetzt. Ich hatte einfach keinen Bock. Stimmt nicht ganz. Ich wollte ja unbedingt das Ceramide-Video machen, also das, worüber wir heute sprechen. Und es fehlte mir noch ein Produkt. Und da sage ich euch gleich, welches das ist. Das habe ich nämlich, und das Disclaimer, fairerweise sage ich das schon mal, habe ich bisher nur eine Woche lang benutzen können. Aber ich wollte es unbedingt mit reinnehmen, weil das die einzige Kategorie war, die mir noch gefehlt hat. Und da bin ich auch ganz froh, denn es hat mich sehr begeistert. Ansonsten wollte ich euch sagen, ich habe mir extra diesen schönen Lippenstift ausgesucht, weil er perfekt zu meinem Pullover passt. Und ihr denkt euch, hä, wieso passt der perfekt zu deinem Pullover? Der ist doch grau. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist der so. Und dann macht der Lippenstift total Sinn, ne? Aber gut. Anyways, und ganz kurz muss ich sagen, meine Freundin hat ein bisschen Liebeskummer und die hat mich jetzt schon zweimal angerufen und der geht es wirklich nicht gut. Das heißt, wenn ich zwischendurch mal abrupt aufhöre, dann wisst ihr, woran das liegt. Falls ihr so einen bösen Cut seht, dann habe ich wahrscheinlich einmal Pause gemacht und bin nochmal ans Telefon gegangen. So, aber wenn ihr wissen wollt, was ihr diesen Winter unbedingt, und ich wirklich mache drei Ausrufezeichen dahinter, unbedingt braucht, egal ob ihr 35 oder 65 oder 85 seid, dann bleibt dran. Wir starten mit dem absolut wichtigsten Video des Jahres. Bitteschön. Moment, bevor wir starten, mir ist schon wieder aufgefallen, seit Monaten, dass ich es vergesse, darauf hinzuweisen, und man soll das immer im ersten Drittel des Videos machen. Bitte abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt, drückt die Glocke, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich mal wieder ein Video hochgeladen habe. So, aber jetzt legen wir los mit dem Ceramide-Video und bitte Jasmina. Ceramide sind ein Inhaltsstoff, den, muss ich mal fairerweise sagen, den habe ich bis vor anderthalb Jahren nicht besonders viel Bedeutung beigemessen. Bis ich eine Creme entdeckt habe, und die habe ich euch schon mal vorgestellt, die habe ich hier auch, zeige ich euch gleich, bis ich eine Creme entdeckt habe, die unfassbar viel Gutes für meine Haut gemacht hat, für meine Gesichtshaut vor allen Dingen, und ich mich gefragt habe, woran liegt das eigentlich? Und dann habe ich mir die Inhaltsstoffe durchgelesen und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl oder den Auftrag, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich den Auftrag hätte, euch ein bisschen mehr über Inhaltsstoffe beizubringen. Weil ich glaube ganz fest daran, dass wenn ihr wisst, was in einer Creme gut, drin ist und ihr das Gefühl habt, okay, die Creme tut mir gut, und dann schaut ihr euch die Inhaltsliste an, dass ihr dann mehr versteht, was braucht meine Haut. Ich habe Rosazea, ich habe Ekzeme oder ich habe eine sehr ölige Haut oder eine sehr trockene Haut. Und dann zu verstehen, welche Inhaltsstoffe tun mir wann gut. Und wann habe ich einfach Inhaltsstoffe wie Retinol zum Beispiel, also Vitamin-A-Säuren, die einfach zu viel für meine Haut sind. Wenn ihr verstanden habt, was die Inhaltsstoffe für euch tun, könnt ihr viel besser eure Cremes nach euren Bedürfnissen aussuchen. Und deshalb, ich habe euch schon mal ganz viel über Hyaluron erzählt, möchte ich euch heute eben diese Ceramide nahebringen. Was sind Ceramide? Ceramide sind im Prinzip Lipide, also Fettsäuren. Unsere Haut besteht aus drei Schichten, sagen wir mal. Du hast die Epidermis, du hast die Dermis und du hast die Subcutis, also die Unterhaut. So. Und ich habe euch das schon mal gezeigt. Ne? Ich glaube, am besten versteht man, wenn man sich so eine Wand vorstellt mit so Ziegelbausteinen. Diese Ziegel sozusagen, das ist das, was darum herum ist, dieser Lehm, das sind im Prinzip Ceramide. Auf unserer Hautoberfläche haben wir zwei ganz, ganz wichtige Hautschutzbarrieren. Dann haben wir einmal den Säureschutzmantel und einmal die Lipidbarriere, also dieser Fettschutzmantel. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Türsteher. Diese beiden Barrieren sind dafür verantwortlich, dass nichts reinkommt, also an Umwelteinflüssen, was schädlich ist, wie freie Radikale, aber auch Bakterien und Viren und so weiter. Und es aber sollte im besten Fall, wenn diese Lipidbarriere intakt ist, auch dafür sorgen, dass eben die Feuchtigkeit und die guten Fette aus der Haut nicht austreten. Das heißt, es schließt es ordentlich ein. Ja? Die Epidermis, also die Oberhaut, von der ich gerade gesprochen habe, die besteht zu 50% aus Ceramiden, zu 25% aus Cholesterol und zu ungefähr 20% aus freien Fettsäuren. So. Und mit dem Alter, leider, mit dem Alter und im Winter, ehrlich gesagt, produziert die Haut immer weniger Ceramide. Ja? Das Ergebnis ist dann eine gestörte Hautbarriere, wenn ihr so wollt. Das Ergebnis sind so fahle Haut, rissige Haut. Im weiteren Verlauf kann das zu Ekzemen, und Psoriasis führen, Neurodermitis und all diese Hauterkrankungen. Und was die Haut dann braucht und was du ihr besten geben sollte, sind eben Ceramide, um diese Hautschutzbarriere wiederherzustellen. Weil dann ist die Haut auch wieder in der Lage, sich selber zu heilen, sag ich mal, weil sie diesen Türsteher hat, diesen
Fettstoffbarriere, Türsteher, der dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit in der Haut bleibt, die Ceramide, die du ihr von außen zuführst. Es gibt auch übrigens, das hatte ich auch überlegt, ob ich das mit reinnehme, es gibt auch eine orale Form der Ceramide. Da weiß ich allerdings nicht, habe mich nicht so richtig informiert, aber das wäre mal eine Idee, wie da die Studienlage ist, ob man da wirklich auch von innen was machen kann. Aber ich sage mal, die Cremes, die es gibt und die ich euch heute vorstelle, sind wirklich, wirklich fantastisch. Und ich hatte einen Heidenspaß die letzten Woche, die verschiedenen Cremes auszuprobieren. Also, wir starten mit den Produkten, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Es gibt verschiedene Ceramide. Es gibt natürliche Ceramide, die kannst du aus Pflanzen entnehmen oder aus menschlicher oder tierischer Haut. Das sind in der Regel, und man denkt ja immer, ach, von der Natur her ist das irgendwie alles das Beste. Das hat die Fähigkeit, deine Haut zu hydratisieren, aber es tut langfristig nichts. Es baut deine Schutzbarrieren, deine Hautschutzbarrieren nicht wieder auf. Und es gibt eben die synthetischen. Es gibt die synthetischen, die im Labor hergestellt werden und die optimal von der Haut aufgenommen werden können. Und die auch so konzipiert sind, dass sie eben langfristig was für deine Haut tun. Es gibt, glaube ich, 9 verschiedene Ceramide, die... Einige sind auf Ölbasis, einige sind auf Wasserbasis, einige sind auf Ölwasserbasis gemischt. Also je nachdem, was sie, wie sie konzipiert sind, können sie verschieden tief in die Haut eindringen. Das Interessante ist an den synthetisch, also diesen im Labor hergestellten Ceramiden, ist, dass du sie so modifizieren kannst, dass sie eben von der Haut, dass sie exakt auch den Ceramiden in der Haut ähneln. Ne? So wurde zum Beispiel auch diese Käseschmiere, die Babys irgendwie haben, nachempfunden. Das sind ja Ceramide und das haben sie halt auch im Labor hergestellt. Also es ist wirklich ein ganz faszinierender Vorgang. Ich habe euch bestimmt schon mal 1-2 Sachen hier visuell eingefügt, damit ihr das ein bisschen besser versteht. Also, einer der Hauptursachen, der medizinische Terminus für diese raue, fahle, rissige Haut ist übrigens TEWL, Transepidermal Water Loss. Und das ist das, was sozusagen der Mediziner oder der Dermatologe unter dieser gestörten Hautbarrierefunktion versteht. Das heißt, ich würde gerne anfangen mit einer Reinigungslotion, die ist von CeraVe. Und CeraVe ist, ich glaube, das ist die Mutter der Ceramide. Ich glaube, die haben sich als allererstes auf die Fahne geschrieben, diese Ceramide wirklich in Gänze zu erforschen. Und die haben, das steht auch auf allen ihren Produkten drin, die benutzen diese 3 Ceramide. Ich glaube, das ist Ceramid 1, 3 und 6. Ich kann euch unten mal eine Liste einhängen. Es ist ganz interessant, was das verschiedene Ceramid dafür tut. Es ist eine ganz, ganz leichte Reinigungslotion, die ich wahnsinnig gerne morgens nehme, die eben die Haut nicht austrocknet, aber jetzt auch nicht so einen fettigen Film hinterlässt, ne? Es ist vor allen Dingen auch ganz toll für Leute, die an Akne leiden. Die sind ganz, ganz zufrieden mit dieser Reinigungslotion. Wie gesagt, ich nehme sie morgens. Nicht so sehr zu empfehlen, wenn ihr ganz viel Make-up drauf habt, aber für morgens ganz, ganz toll. Kommen wir zum nächsten Produkt. So, als nächstes kommen wir zu 2 Produkten aus dem Hause COSRX. Ich liebe COSRX, eine koreanische Marke. Ich mache mal wieder ein Update über asiatische Pflegeprodukte. Die haben nämlich so viele tolle neue Sachen auf den Markt gebracht, die ich euch unbedingt vorstellen muss. Aber die beiden Sachen, die ich euch jetzt vorstellen möchte, sind eben auf der Basis von Ceramiden. Da haben wir einmal Comfort Ceramide Cream. Ja, da ist ein Ceramid, eine Ceramidart, und zwar NP. Ich glaube, das ist die Nummer 3. Und wir haben Comfort Ceramide Cream Mist mit einem Komplex aus 6 verschiedenen Ceramiden. Und auf dieses Spray habe ich mich so gefreut und habe so lange darauf gewartet, habe ich von mir bei YesStyle bestellt, weil ich die Idee, gerade auch im Sommer, weil auch Sonnen und hohe, also die Sonne an sich und aber auch hohe Hitze, der Haut insofern schaden, als dass sie sehr viel Feuchtigkeit abgibt. Die Idee, dass du gleichzeitig irgendwie am Pool liegst oder am Strand und dich dann damit eincremst, fand ich einfach mega. Des Weiteren ist Centella Asiatica, Glycerin, Panthenol, also all diese ganz, ganz pflegenden Eigenschaften. Das Interessante bei COSRX finde ich wiederum, dass sie ganz genau schreiben, wie viel, zum Beispiel in dem Fall Centella Asiatica, und das ist ja Tigergras, was sehr beruhigend, antibakteriell und so weiter auf der Haut, also das ist die Wirkung, die es auf die Haut hat. Und sehr beliebt übrigens bei den Koreanern oder Asiaten grundsätzlich. Aber die schreiben auch, zu wie viel Prozent das da drin ist. Beziehungsweise leider nicht zu wie viel Prozent. Ihr werdet dann sehen, dass da steht 110.000
PPM, Centella Asiatica. PPM steht für Parts per Million. Und ich zeige euch oben mal den Rechenweg. Und eigentlich ist das nur eine, sieht es sehr fancy aus, sage ich mal, wenn das auf so einem Ding draufsteht. Aber 110.000 ist ungefähr 0,11. Das heißt, es ist ungefähr 11% Centella Asiatica in diesem Produkt drin. Aber ich finde das ganz interessant, weil manchmal denkst du, ja, da ist jetzt Hyaluronsäure oder da ist Vitamin C, aber wie viel Prozent ist da drin? Ich habe euch schon mal gesagt, je weiter das in der Inhaltsstoffliste nach oben steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass da der Anteil sehr hoch ist, als wenn es ganz am Ende steht, aber es sagt euch trotzdem nicht, wie viel. Und Cosrx macht das eben und das fand ich ganz interessant, aber gerade was diese Ceramide betrifft, das ist eine etwas reichhaltigere Creme, würde ich sagen. Und für alle, die sehr, 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 sehr ölige Haut haben, die werden vielleicht nicht unbedingt happy damit werden, aber ich habe trotzdem festgestellt, ich habe mir auch die Bewertung dann durchgeguckt, es sind trotzdem sehr viele, die eben auch eine akne-neigende Haut haben und sehr, sehr zufrieden damit sind. Aber ich sage, wenn ihr sagt, ich nehme nur leichte Cremes, dann wäre es das vielleicht nichts für euch, aber das ist ganz toll. Was ich auch mache im Moment ist, ich komme aus der Dusche raus und bin noch so ein bisschen auf dem Gesicht feucht und dann sprühe ich mir dieser Mist drauf und ich bin super happy. Ganz tolles Produkt. So, das nächste Produkt ist aus dem Hause Good Sera und heißt Super Ceramide Mist und ist im Prinzip ein ähnliches Produkt wie das von Cosrx, was ich euch eben vorgestellt habe. Es hat drei verschiedene Ceramide in sich vereint. Es hat auch Centella Asiatica und hat aber auch noch Lavendel und Kamille, also sehr, sehr beruhigende Komponenten auch noch. Ich würde euch das übrigens auch empfehlen für die Leute, die sagen, auch mit dem Toner, das nervt mich manchmal so. Das mache ich gerne mal, um den Toner zu ersetzen. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt keine Lust, das irgendwie auf meiner Hand oder meinetwegen auf dem Wattepad, obwohl das mache ich selten, dann ist das wirklich die ganz, ganz schnelle Variante morgens. Du machst es dir einmal drauf und dann folgst du mit der Feuchtigkeit oder eben mit dem Ceramidprodukt deiner Wahl und schließt es ab mit dem Sonnenschutz. Ganz, ganz tolles Produkt. Ich finde das noch ein bisschen reichhaltiger. Das hat aber wirklich, ich habe eine sehr, sehr trockene Haut, deshalb bin ich darauf natürlich total geflogen. Aber für die, die ein bisschen weniger brauchen und sagen, ich möchte, dass es ganz schnell einzieht, ist auch ein ganz tolles Produkt zum Setten des Make-ups, ne? Also ich bin normalerweise, wie ihr wisst, nicht so ein Fixiertyp, ne? Aber das macht wirklich Spaß zum Setten des Make-ups und auch zwischendurch mal. Ne? Also gerade, wenn ihr irgendwie viel Puder verwendet habt und denkt so, oh, meine Haut wird langsam trocken, gebt das mal darüber, das ist wirklich Bombe. So, als nächstes habe ich noch etwas aus dem Mutterhaus der Ceramide, nämlich auch von CeraVe. Da haben wir nämlich einmal Facial Moisturizing Lotion, AM, und wir haben Facial Moisturizing Lotion Ultra Lightweight. Das ist für abends. Ich muss zugeben, für abends ist mir das nicht reichhaltig genug, aber auch hier haben wir wieder die drei verschiedenen Ceramide, 1, 3 und 6, wofür CeraVe bekannt ist. Es hat darüber hinaus auch noch, das hat auch noch Zinkoxid. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Produkt habe, denn es hinterlässt doch ein kleinen weißen Film. Also wenn ich danach mein Make-up drüber mache, dann ist das egal, aber wenn ich jetzt wirklich nur etwas brauche, um meine Haut zu befeuchten und danach kein Make-up drüber mache, dann hast du diesen weißen Film und das sieht bei mir ganz besonders komisch aus, weil ich dann hier so braun bin und hier haben wir, sehe ich so ein bisschen aus wie ein Geist. Egal, ich finde das aber nichtsdestotrotz, deshalb habe ich das nochmal mit reingenommen, das finde ich ein gutes Männerprodukt. Männer sind da gerne ja mal unkompliziert, die brauchen etwas, was schnell einzieht, was nicht riecht, was einfach im Gebrauch ist und möglichst jetzt auch noch nicht so aussieht, als würde das einer Frau gehören, da seid ihr wirklich ganz toll bedient. Wenn ihr einen Mann zu Hause habt, der irgendwie sich nicht eincremen mag und auch sonst irgendwie keine Lust hat, das ist ein ganz tolles Produkt für sie. Probiert es mal aus, hat meine auch im Bad stehen. Das und noch ein anderes. Das war nämlich das, wo er sich als allererstes drin verliebt hat. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt, was ich mit reingenommen habe, weil ich glaube, dass ganz viele von euch, die sagen, ich mag nur natürliche Inhaltsstoffe, ich benutze nur Cremes, die auf Pflanzenbasis sind, die mit dem Produkt vielleicht ganz happy werden können. Das ist aus dem Hause CeraMed X Science, die Natural Ceramide Therapy, und es hat drei verschiedene Ceramide auf Pflanzenbasis. Die Pflanzen, die habe ich übrigens nicht eruieren können, ich habe sehr lange gesucht. Die Pflanzen, die dazu verwandt wurden, sind mir nicht bekannt. Sie sollen aber unter anderem auch Vitamin C und E enthalten. Es ist auch ähnlich wie die andere, die ich euch vorgestellt habe, von CeraVe. Eine sehr, sehr leichte Creme, die sehr schnell einzieht. Die Haut, meine Haut zumindest, für, ich sag mal, 5-6 Stunden wirklich
schön durchfeuchtet, es ist toll unter Make-up, gerade wenn ihr auch eure Foundation direkt danach wieder auftragt und das Gefühl nicht mögt, dass eure Haut vielleicht noch so einen Film von irgendwas hat, dann werdet ihr hiermit ganz happy sein. Es hat einen pH-Wert von 5,5, also in dem optimalen Bereich, was die Haut betrifft. Checkt das mal aus, ich muss mal gucken, habe ich das bei Amazon bekommen, das habe ich nicht. Das war ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber ich wollte es unbedingt, nachdem ich ganz häufig gehört hatte, auch gerade auf YouTube, wie ganz viele Dermatologen von diesem Produkt geschwärmt haben. Kommen wir zum nächsten. So, als nächstes möchte ich euch den Gewinner des, und das muss ich leider ablesen, weil ich habe wirklich fünfmal versucht, vorher es mir zu merken, der Gewinner des Yang Yeongseol Award des koreanischen Ministeriums für Wissenschaft. Und zwar aus dem Hause Mamonde, das Ceramide Intense Cream Hibiscus Extract. Da möchte ich kurz darauf hinweisen, es gibt, also ich werde es euch hier oben einblenden, aber ich werde euch gleich daneben auch die neue Version einblenden, die nämlich, da steht noch Probiotik mit drauf. Und ich habe jetzt noch die alte Version. Ich werde aber euch die Inhaltsstoffliste, und die finde ich sehr, sehr interessant, der neuen Version vorlesen, weil ich habe gedacht, wenn das schon toll ist, und das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen, das Teil, wie muss erst die abgedatete Version sein? Also, wir haben hier einmal die Lactobacillus Ferment Lysate. Das ist also der fermentierte Lactobacillus. Ich habe euch mal gesagt, dass die Koreaner diesen Fermentierungsprozess in Kosmetika sehr gerne mögen. Das ist also die potenzierte Form, die Asiaten stehen unglaublich auf die Fermentierung. Ich habe euch mal einen Reistoner vorgestellt aus fermentiertem Reis. Also der probiotische Wirkstoff wird sozusagen nach der Fermentierung gewonnen. Es regt die Kollagenproduktion an. Hibiskus ist ein ganz natürlicher, das ist hier auch drin, ein ganz natürlicher Anti-Aging-Komponente, was die Kollagenproduktion anregt, aber eben dieses Ceramid ist in, das ist das Ceramid PC104 in dreifacher Form. Ganz, ganz tolles Produkt. Ich habe leider nicht so viel darüber, also das ist alles, was ich an Inhaltsstoffen und Wirkung euch sagen konnte, aber es ist wirklich eines der Lieblingscremes, die ich hier stehen habe, zusammen mit zwei anderen. Ganz toll. Es ist wirklich reichhaltig, aber wenn ihr das auftragt, also ich mache mir das abends auf das Gesicht, übrigens nach meiner Anti-Aging-Pflege, als absolut letzten Schritt, und ich müsste theoretisch mir am nächsten Morgen gar nicht mehr das Gesicht waschen oder eincremen, weil es noch so schön durchfeuchtet und prall ist. Und gerade meine kleinen Fältchen um die Augen, als ich noch nicht die folgende Creme habe, die ich euch jetzt vorstelle, habe ich das wirklich immer bis unter die Augen gemacht, und es hat wirklich diese Trockenheitsfältchen, die eben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern die im Sommer wieder gehen und im Winter wieder kommen, die klassischen Trockenheitsfältchen, die hat dieses Produkt erledigt. Dieses und vor allen Dingen das nächste Produkt, also was ich euch danach vorstelle. Ganz tolle Creme aus dem Hause Mamonde. So, warum ich so lange mit diesem Video gewartet habe, war, weil ich auf das folgende Produkt gewartet habe, und zwar die einzige Augencreme, die ich jetzt mit reingenommen hatte. Ich hatte bisher gedacht, ich brauche keine Augencreme, weil diese Ceramidcremes, die ich hier hatte, einen so, so tollen Job gemacht haben, dass ich gedacht habe, was kann eine Augencreme noch Besseres tun? Aber aus dem Hause Paula's Choice haben wir Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream mit Collagen Support Complex. Das ist also nicht nur Ceramid, es hat auch Retinol und Vitamin C, was ganz lustig ist, weil ganz viele mal sagen, aber Retinol und Vitamin C darf man ja gar nicht mischen. Das ist auch so ein Mythos, der irgendwie sich hartnäckig hält. Das stimmt nicht. Also ich habe auch schon ganz viele Studien und Erklärungen dazu, warum das nicht stimmt. Also Retinol, Vitamin A und Vitamin C kannst du sehr wohl miteinander mischen. Es hat außerdem noch Panthenol, also auch ein sehr pflegender Inhaltsstoff, und Bisabolol, das ist aus der Kamille, also sehr beruhigender Wirkstoff, sowie ein Komplex aus zwei verschiedenen Peptiden. Einmal Kupferpeptid, das andere Peptid konnte ich nicht rausfinden, was das ist. Aber auch Kupferpeptid ist dafür bekannt, viele Anti-Aging-Eigenschaften zu haben. Ganz tolles Produkt. Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich in den Bewertungen vorher gelesen habe, dass einige gesagt haben, ja, das spannt so um die Augen. Und das ist auch nicht verwunderlich, ehrlich gesagt, weil das Retinol, also regt die Haut ja dazu an, sich schneller zu erneuern. Prozess, der normalerweise, weiß ich nicht, in unseren jungen Jahren in 21 Tagen vonstatten gegangen ist, dauert irgendwie zum Schluss 45 Tage. Und das Retinol beschleunigt sozusagen diese Zell-Turnover, wenn du so willst. Ich habe diese Creme drauf gemacht, und deshalb sage ich euch, das mache ich auch
gerne morgens, weil du einen Soforteffekt hast. Du hast zwar ein, ich will mal nicht sagen unangenehmes, aber du hast ein Gefühl, wenn du es aufgetragen hast, als würde es spannen. Und normalerweise, wenn etwas spannt, macht es ja kleine Fältchen erst recht. Also es gibt ja ganz viele von diesen, ja weiß ich nicht, Augencremes, die du drauf machst und solange du dich nicht bewegst, hast du wirklich nichts mehr an Falten unter den Augen. Aber sobald du so machst, hast du doppelt so viel. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber hier hast du tatsächlich so ein kleines Spannungsgefühl, aber die Haut sieht toll aus. Also das ist wirklich einer der Augencremes, von denen ich sage, das ist einer der wenigen, die einen Soforteffekt haben. Ich finde sie wirklich toll. Ich habe sie jetzt bisher nur eine Woche im Einsatz. Einige sagen, dass ihre Unterhaut auch so ein bisschen ja, flaky ist. Also so ein bisschen die Haut sich so ein bisschen darunter pellt. Ganz wenig. Das habe ich bisher nicht feststellen können. Aber ich benutze darunter ja auch meinen Toner und mein Serum und so weiter. Das heißt, da ist so ein kleiner Buffer drunter. Ich finde es ein ganz tolles Produkt. Also falls ihr irgendeiner von euch damit Erfahrung hat und Langzeiterfahrung im Gegensatz zu mir, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren, weil vielleicht habe ich nach all den Jahren mal eine Alternative zu der einzigen Augencreme, die ich seit Jahren benutze, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Also Paula's Choice Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream. Toll. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt aus dem Hause Atto. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt aus dem Hause Illiyun und zwar die Ceramide Atto Concentrate Cream. Und jeder, der sich jemals mit Ceramiden auseinandergesetzt hat, wird an dieser Creme nicht vorbeikommen, denn es ist der Porsche unter den Ceramide Creams. Absolut, absolut tolles Produkt und auf Platz 3 meiner absoluten Lieblingsprodukte, wenn es um Ceramide geht. Was das Besondere an diesen Ceramiden ist, dass sie verkapselt sind. Und ich muss mal gucken, ob ich euch das einfügen kann. Ich habe es mal probiert, sehr, sehr nah ranzugehen. Ihr seht so ganz mini kleine Kügelchen. Und in der Theorie soll es wohl so sein, dass diese Kügelchen in dieser Tube, und übrigens bekommt ihr echt eine Menge Feuergeld, ne? Das ist eine Riesentube, 200 Milliliter. Ne? Aber in der Theorie ist es so, dass diese Kapseln in dieser Tube intakt bleiben, bis zu dem Moment, wo ihr sie sozusagen auf die Haut einmassiert und sie eben ihre volle Wirkung entfalten. Darüber hinaus ist noch Ginseng-Extrakt, auch ein tolles Anti-Aging-Produkt, und fermentierte Sojabohnen. Diese Fermentierung habe ich euch eben hier schon erzählt, da stehen die einfach drauf. Und die fermentierten Produkte sind sozusagen auch helfen anderen Inhaltsstoffen tiefer in die Haut einzudringen. Das heißt, hast du in einer Creme ein fermentiertes Produkt, erlaubt es sozusagen alle anderen Inhaltsstoffe tiefer in die Haut einzudringen. Es ist sozusagen, es ist ein Transportmittel, wenn ihr wollt. Ja? Ginseng-Extrakt hatte ich nochmal gesagt. Es ist eine absolut fantastische Creme, die super schnell in die Haut einzieht, die absolut gar keinen Film hinterlässt. Vielleicht ist das auch die Creme, die ich euch am allermeisten für Männer empfehlen würde. Es ist eine so fantastische Creme, hinterlässt keinen Film, fettet nicht, ist für alle Hauttypen geeignet, wirklich. Für die ölige Haut, Rosacea, für Ekzem. Ich kenne Leute, die hatten Neurodermitis an den Schienbeinen damit irgendwie behandelt. Es hält bis zu 15 Stunden, das ist kein Spaß. Also die Creme ist wirklich so, ich stehe am nächsten Morgen auf und sehe aus wie ein Babypopo und die Haut ist... Sieht so toll aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich im Sommer darauf verzichte, weil die wirklich so, so toll ist, diese Creme. Also von Illiyun, hat auch diverse Preise gewonnen, ne? Und ist immer Harper's Bazaar und Allure's Pick des Jahres. Ich glaube, 3 Jahre am Stück. Ganz, ganz tolle Creme. Auf Platz 1 meiner absoluten Lieblingscremes. Und ihr werdet merken, ich habe Platz 2 übersprungen, denn zu Platz 2 komme ich gleich. Platz 1 ist von Purito Dermite Cica Barrier Sleeping Pack. Das ist eine Creme, die ich mir gar nicht selber gekauft hätte, hätte ich sie nicht in so einem Adventskalender von YesStyle mit drin gehabt. Da war sie nämlich als Geschenk, ich glaube, 18 oder 19 Türchen. Ich habe es drauf gemacht und ich war in love. Mit Abstand. Mit wirklich ganz weitem Abstand die absolut beste Creme. Ich habe sie mittlerweile an 8 oder 9 Leute verschenkt, die mich alle danach angerufen haben und gesagt haben, ist das geil. Du hast die besten, das ist ein bisschen so wie die von Misha, die B-Pollens Ampule, von der ich so begeistert war und von der ich bis heute steif und fest euch schwöre, dass mir noch nie jemand gesagt hat, Jasmina, die Creme ist irgendwie doof. Mit dieser Creme wird es genauso sein. Auch wenn ihr ähnlich wie
wie die Ilion. Selbst wenn ihr Akne habt, selbst wenn ihr ganz sensible Haut habt, ihr werdet von dieser Creme so profitieren. Das verspreche ich euch. Also gerade was diese trockene Haut betrifft, gerade was diese reife Haut betrifft, gerade was die, was diese Spannungsgefühl in der Haut betrifft, ihr werdet so happy sein mit diesem Produkt. Ich lese euch ganz kurz, weil das ist eine wirklich sehr lange Inhaltsstoffliste und die finde ich ganz, ganz toll. Ich habe euch ganz eingangs schon gesagt, was diese PPM bedeutet. Also diese Parts per Million, hat eben Purito in dieser Creme auch angegeben. Das machst du ja auch immer gerne nur, wenn du ganz besonders viel oder ja, von dem Produkt irgendwie da, oder von den Inhaltsstoffen in dem Produkt da hast. Wir haben hier einmal Shea Butter und wir haben Squalene, also zwei Komponenten, die die Haut sowieso schon sehr schön pflegen und hydratisieren. Wir haben Centella Asiatica, also nochmal dieses Tigergras, was beruhigend, antibakteriell, entzündungshemmend und so weiter auf die Haut wirkt. Mit 225.000 ppm, also Parts per Million, ein sehr großer Anteil. Und wir haben Ceramide NP mit 3.000 ppm, darüber hinaus haben wir Jojobaöl und Panthenol. Leute, es ist mit Abstand, also wenn ihr nur ein einziges Produkt von allen denen, die ich euch hier vorstelle, nehmen solltet, dann ist es diese Creme. Es ist als Sleeping Pack gemeint, du kannst es sozusagen über deine Feuchtigkeitscreme geben oder über deine Anti-Aging-Creme. Ihr werdet sehen, gerade die Leute unter euch, die Retinol benutzen und immer sagen, ach, das Problem ist, dass meine Haut danach so spannt. Und wenn ihr das in Kombination über das Retinol gebt, dann gebt ihr eurer Haut praktisch genau das, was das Retinol ihr entzieht, nämlich auch diese Feuchtigkeit. Und dann habt ihr wirklich aus beiden Komponenten das Beste. Ihr habt das Retinol, um eure Haut wieder irgendwie frisch und jugendlich zu machen, und dann habt ihr das, um eure Haut schön zu durchfeuchten, um die Schutzbarriere wieder aufzubauen, um das von innen sozusagen, dieser Lehm, um diese Backsteine irgendwie wieder prall und schön zu machen. Ich liebe diese Creme. Das ist wirklich meine Entdeckung des Jahres, und ihr werdet, schaut sie euch gut an, am Ende 2022 wird die auf jeden Fall in meinem Best-of drin sein. Versprochen. Kommen wir zum Körper. Der Körper ist auch der, oder beziehungsweise die Haut des Körpers und gerade an den Schienbeinen, an den Ellbogen und so weiter, die ganz besonders leidet, wenn der Winter kommt. Also meine wird so rissig, dass wenn du einen wirklich guten Fotoapparat hast, das sieht so aus wie so, kennt ihr diese Bilder aus der Wüste, wenn es da so seit 100 Jahren nicht mehr geregnet hat und so Risse im Boden, im Lehmboden sind, so sehen tatsächlich meine Beine aus im Winter. Und bisher hatte ich jahrelang aus Mangel an Alternativen von Eucerin diese Urea 10% oder was genommen. Das ist aber wahnsinnig fettig. Ne? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, das kannst du machen, wenn du irgendwie abends mal ins Bett gehst, aber das ist kein besonders angenehmes Gefühl auf der Haut gewesen, weil es wirklich sehr klebrig ist. Und am nächsten Morgen war es noch okay, aber mittags war meine Haut schon wieder so, wie sie danach war. Was ich mit keinem dieser Ceramikprodukte habe, ne? Das finde ich das Tolle an den Ceramiden. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es langfristig was für meine Haut tut. So, und da habe ich einmal von CeraVe die Feuchtigkeitslotion wieder mit drei essentiellen Fettsäuren und Hyaluron. Es ist eine tolle Körperlotion. Sie zieht sehr schnell ein, im Gegensatz zur Urea, was ich gerade gesagt habe. Sie macht einen ganz tollen Job. Ich wäre wahrscheinlich auch total begeistert von ihr. Ich finde sie auch gut, ne? Also versteht mich nicht falsch. Hätte ich nicht das Produkt, was auf Platz 2 gelandet ist, von all den Produkten, irgendwann entdeckt. Aber es ist für Einsteiger und die sagen, ich habe jetzt nicht so eine wahnsinnig trockene Haut, aber ich mag gerne, dass meine Haut schön hydratisiert und durchfeuchtet ist, probiert diese aus. Ganz, ganz, ganz toll. So, und Platz 2 ist aus dem Hause Curel die Ultra Healing Intensive Lotion Extra Dry Tight Skin. Also, wenn ich euch gesagt habe, dass das eine der Porsche war, ne? Gut, ich wollte gerade sagen, dann ist das die Corvette und dann ist das der Airbus. Das ist wirklich mit Abstand die tollste Creme, die ich jemals für meinen Körper benutzt habe. Ich bitte euch, die beiden Sachen müsst ihr euch unbedingt kaufen und mir Rückmeldung geben. Ich glaube, das ist sogar auch noch für so eine Riesentube ist es auch noch wirklich erschwinglich. Ich glaube, das ist 8 oder 9 Euro. Ich habe das bei iHerb. Kennt ihr eigentlich iHerb? Das ist eine ganz interessante Seite. Also manchmal, wenn ich Sachen bei YesStyle nicht finde, dann gucke ich bei denen. Die haben durch die Bank weg ganz viele Sachen. Ist keine besonders toll aufgebaute Seite, muss ich sagen. Also
am Anfang habe ich gesagt, das ist ein bisschen Kraut und Rüben, aber die haben ganz viele tolle Produkte, die es sonst nicht zu bestellen gibt. So. Curel ist auch eine koreanische Marke. Ich habe euch, glaube ich, 2-3 Mal schon was von Curel vorgestellt. Diese Creme per se hat 4 verschiedene Ceramide. Es hat Orangenöl, es hat Shea Butter, es hat Panthenol und es hat eine Komponente, da war ich ganz interessiert. Ihr wisst ja immer, wenn ich so Inhaltsstoffe lese, die ich vorher noch nie gehört habe. Und zwar Gummi Arabicum wird aus dem Akazienbaum aus der Sahelzone, also Tschad, Sudan, Eritrea, Äthiopien, also alles, was da unten so in dieser wirklich trockenen Gegend ist, da wird aus diesem Akazienbaum dieses Arabicum, Gummi Arabicum gewonnen, was sehr, sehr pflegende Eigenschaften haben soll für die Haut und sie auch sehr hydratisiert, die Kollagenproduktion anregt und so weiter. Es ist ein rein pflanzliches Produkt. Es zieht super schnell ein und das, ich würde fast sagen, da brauchst du dich 3 Tage lang nicht mehr eincremen. Es ist wirklich so, dass ich teilweise, normalerweise gerade im Winter, wenn ich dusche und ich komme aus der Dusche, muss ich mich immer eincremen. Hier ist es wirklich so, dass ich merke, ich creme mich ein nach der Dusche und das mal 2 und 3, also am nächsten und am übernächsten Tag, muss ich mich gar nicht mehr eincremen, weil meine Haut noch wirklich schön samtig ist und sanft und durchfeuchtet. Es ist wirklich mit Abstand die absolut beste Bodylotion, die ich in meinem ganzen Leben jemals besessen habe. Curel. So, und die letzten 2 Produkte, die mache ich wirklich ganz schnell. Auch nochmal aus dem Hause Ceramed X. Ich muss mal gucken, ob ich euch da die Konsistenz... Nee, seht ihr nicht, ne? Das ist so ein ganz dicker Balm praktisch. Das ist ganz toll wirklich für Leute, die Eczema, Neurodermitis und so weiter haben, weil du das wirklich so auf ganz bestimmte Stellen deines Körpers machen kannst, die jetzt besonders betroffen sind. Das ist sehr, sehr reichhaltig, wirklich sehr dick, aber oder auch an den Fersen oder so, wenn du da besonders raue Hautstellen hast. Mach das mal eine Woche. Also die Leute, die das benutzt haben, ich habe nämlich alle Bewertungen durchgelesen, als ich gemerkt habe, dass es nicht die Bodylotion ist, die ich erwartet habe, habe ich gedacht, okay, wofür benutzen das die Leute? Das riecht übrigens ganz, ganz toll. So wirklich frisch, fast ein bisschen wie Babypuder. Ganz tolles Produkt. Also wirklich die nach diesem ganz intensiven Produkt suchen, was für diese Stellen eben, die Neurodermitis geplagt sind, suchen, die werden sehr, sehr happy werden damit. Ich hoffe, das könnt ihr beziehen. Ich glaube, auch über iHerb habe ich das bekommen. Ganz klasse. So, und das allerletzte, das ist das, womit ich vielen Männern eine Freude gemacht habe. Und jetzt, wo ich so gesagt habe, hört sich das sehr komisch an. Ich habe denen mit einer Creme sehr viel Freude gemacht, denn es hat auch eine Freundin von mir gesagt, die das ihrem Vater geschenkt hat. Das ist die Mutter, wie gesagt, aller Ceramidprodukte und zwar von CeraVe glättende Feuchtigkeitscreme. Die hat auch Urea, die hat 3 essentielle Ceramide und Salicylsäure. Ich habe die nochmal mit reingenommen, weil das die Creme war, womit das meine ganze Liebe zu Ceramiden überhaupt begonnen hat. Weil ich mich gefragt habe, warum wirkt dieses Produkt bei mir so toll? Ich habe das ins Gesicht gemacht, nachdem ich alles andere irgendwie Anti-Aging, Toner, Serien, Ampullen und so weiter, habe ich das on top gemacht. Und es hat meine Haut wirklich verändert. Das war der Moment, wo ich verstanden habe, in dieser Creme muss etwas drin sein, was meiner Haut so gut tut, dass ich danach wirklich 5 Jahre jünger aussehe. Sie sieht nicht mehr so abgekämpft aus, ne? Aber ich habe sie nochmal mit reingenommen, um euch einen Tipp zu geben, einfach für Männer. Das ist ein tolles Männerprodukt. Ich finde zwar die Darreichungsform mittlerweile natürlich nicht so toll, weil das so ein Tiegel, so ein Topf ist, wo du da reingehst. Du siehst natürlich nichts, ne? Aber du kannst es dir ungefähr vorstellen, was ich meine. Der natürlich nicht sehr hygienisch ist. Ne? Du gehst da mit deinem Finger rein. Selbst ich, ne, bei solchen Tiegeln versuche immer mit so einem, ja, mit so einem kleinen Schäufelchen und so, das mache ich dann 5-6 Mal und irgendwann finde ich das Schäufelchen nicht und dann gehe ich mit dem Finger rein. Das ist nicht so toll. Trotzdem ist es ein absolutes Superprodukt für Männer, die so ein bisschen faul sind, was Pflege betrifft. Das hält ewig. Du kannst es dir sowohl ins Gesicht als auch auf den Körper sprühen. Das ist das funktioniert für alles. Und das ist auch das, was Thomas ganz toll gefunden hat und womit ich ihn überhaupt mit diesem ganzen Ceramid-Thema so ein bisschen locken konnte. Tolles Produkt für Männer. Ich sage euch, ich habe mir 20 Seiten davon aufgeschrieben, ja, weil ich so viele und hier auch noch Sachen ausgedruckt und so, weil ich das so wichtig fand, dass ihr versteht, warum Ceramide so wichtig sind und warum sie eigentlich so toll sind.
Also ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel zugequatscht. Die Produkte und all die Links zu den Produkten, die findet ihr da. Ihr findet natürlich nicht die Produkte in der Infobox, sondern die Links zu den Produkten. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählen können, was ihr vielleicht noch nicht wusstet und woran ihr Spaß habt. Also, passt schön auf euch auf, ihr Süßen, ihr Süßis. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.